Zur ungewohnten Anstoßzeit am Montagabend um 20.15 Uhr aufgrund der Live-Übertragung im TV muss unser FCH beim VfR Aalen antreten. Nach dem 3:0-Sieg vom vergangenen Wochenende hat unser Cheftrainer Jürgen Luginger dann auch keine Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Zu keinem Wiedersehen kommt es übrigens mit Tom Schmidt und Andreas Knipfer, die ja im Sommer von Homburg nach Aalen wechselten. Beide müssen verletzt passen. So, hinein in die Begegnung. Das Spiel läuft erst seit 2 Minuten und mit dem ersten echten Angriff strahlt unser FCH gleich Gefahr aus. Der Ball kommt zu Marcel Karl und der schießt aus der Distanz. Ein wenig zu hoch kommt aber sein Versuch. Die Gastgeber aus Aalen sollten sich dann durch einen Freistoß das erste Mal dem Tor von David Saalfeld nähern. Kevin Hofmann bringt den Ball in den 16er und da rauscht Sakai in den Ball. Kann so die Kugel nur schwer kontrollieren, ungefährlich war es aber trotzdem nicht. Ansonsten sind aber unsere Homburger um das Spiel bemüht, tun sich aber gegen gut stehende Aalener schwer, vor das Tor zu kommen. Hier hilft ein wenig der Zufall, Daniel Bernhard ist aber da und kann gerade noch so vor Theisen retten, der hier nachgesetzt hatte. Trotz hoher Ballbesitzanteile bleiben weitere Chancen erstmal aus und als dann der Ball im Mittelfeld verloren wird, geht es ganz schnell in die andere Richtung. Vastic will noch abspielen, Saalfeld ist da, doch so hat Vastic die Schusschance. Wieder ist Saalfeld da, der gewohnte, sichere Rückhalt seiner Mannschaft ist. Da wurde Saalfeld lange nicht gefordert, aber dann ist er hellwach, wenn er gebraucht wird. Wir machen einen größeren Sprung und sind nun schon in den Schlussminuten der ersten Halbzeit. Wieder schaltet Aalen aus der Defensive heraus schnell um. Tim Krupp ist es dann mit dem Auge für Andreas Ivan. Und der verlangt Saalfeld das nächste Mal alles ab. Unser Torhüter meistert aber auch diese Bewährungsprobe und ist rechtzeitig im kurzen Eck. Aber noch ist die erste Hälfte nicht vorüber, sondern die letzten Minuten haben es nochmal in sich. Jetzt sind unsere Grün-Weißen wieder im Angriff. Tim Stegerer mit aller Zeit am Ball, bringt die Kugel herein und da steigt Marcheta am höchsten und dann ist es passiert. Unser FCH hat das Abwehrbollwerk endlich geknackt. Für Damian Marcheta ist es das 5. Saisontor. Leider haben wir seinen Torjubel nicht so toll im Bild, aber das lässt doch auf Nachwuchs im Hause Marcheta schließen. Das Tor ist auch der Schlusspunkt im ersten Spielabschnitt. Also direkt weiter mit der zweiten Halbzeit und auch da reißen unsere Homburger gleich die Initiative an sich. Neubauer mit der Flanke und da ist Theisen mit dem Kopf. Schade, auf das Tornetz klatscht der Ball. Da hätte um ein Haar die zweite Halbzeit begonnen, wie die erste geendet hatte. Aber die Mannschaft von Jürgen Luginger bleibt am Drücker. Marcheta macht schön die Kugel fest und legt quer. Und da ist Theisen und der Ball schlägt hinter Bernhard ein. Da ist das nächste Tor. Unser FCH erhöht auf 2:0. Für Christopher Theisen ist es das 9. Saisontor. Schön trocken hat unsere Nummer 13 hier neben den Pfosten abgeschlossen. Da ist vom Torhüter keinerlei Reaktion mehr gekommen. Nun ist der VfR Aalen natürlich gefordert. Wollen sie etwas Zählbares zu Hause behalten, so werden sie ein wenig offensiver. Und der eingewechselte Leon Wolz hat dann die Chance. Saalfeld ist aber auch jetzt nicht zu überwinden. Die Mehrzahl an Chancen sollte aber weiterhin unserer Mannschaft gehören. Weiter geht es über Maurice Neubauer und seine linke Seite. Der Ball kommt zum Strafraum und da ist wieder Theisen. Diesmal wollte er es mit rechts machen. Bernhard ist aber auch noch da. So gibt es einen Eckball, der aber nichts einbringt. Und gleich noch einmal, unser FCH wieder Marcheta. Er scheint wohl besonders motiviert zu sein heute. Und am Ende ist es Karl mit dem Versuch, den Ball über Bernhard hinweg ins Tor zu bekommen. Wir sind dann schon in den letzten 10 Minuten. Bislang lässt unsere Defensive hier kaum etwas zu. So probiert es Vastic wieder aus der Distanz. Davon lässt sich David Saalfeld aber nicht beeindrucken.
Da nun Ahlen aber weit aufgerückt ist, ergeben sich Räume für unser Team und als dann ein abgewehrter Ball bei Damian Macheta landet, marschiert der los, geht ins 1 gegen 1, ist schneller als Apia und macht das Ding. Wieder zappelt der Ball in den Maschen. Damian Macheta heute nicht zu stoppen. Saustark hat er hier das Tor erzielt. Selbst kurz vor Spielende ist er noch spritzig und läuft seinen Gegenspielern davon und vollstreckt dann eiskalt. Das Spiel ist natürlich entschieden. Der VfR Aalen versucht aber trotzdem noch sein Glück. Über Tyminski kommt das Leder zu Andreas Iwan. Der hat ein wenig zu viel Platz und bringt den Ball scharf herein. Und dann ist selbst Saalfeld machtlos. Toni Vastic drückt den Ball zum Ehrentreffer über die Linie. Da war unsere Elf vielleicht im Gefühl des sicheren Sieges einen Moment lang zu achtlos und muss dann noch einen Gegentreffer hinnehmen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Völlig verdient nimmt unsere Mannschaft alle 3 Punkte mit nach Homburg und hält Anschluss zu den vorderen Platzierungen. Weiter geht es nun am Samstag im heimischen Waldstadion. Ist dann der Balinger SC zu Gast.